Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschulschreiber. Quitten sind eine leider nicht mehr so stark verbreitete Obstart in Österreich, wie das schon mal der Fall war, obwohl sie eigentlich relativ unkompliziert anzubauen ist, gute Erträge bringt und vor allem hervorragende Verarbeitungsprodukte macht. In diesem Video schauen wir uns an, wie man Quitten erfolgreich anbaut. Viel Spaß! Im Quittenanbau gibt es nur ein paar wenige Krankheiten, die wirklich zu starken Schäden führen können. Eine davon, auf die muss man aber ganz besonders aufpassen, und das ist die Bakterienkrankheit Feuerbrand. Feuerbrand ist eine hochinfektiöse Krankheit, und wenn Bäume mit Feuerbrand befallen sind, dann sollte man diese erstmöglich roden, damit sich dieses Bakterium nicht weiter verbreiten kann. Quitten sind in puncto Feuerbrand sensibler als andere Kernobstarten wie zum Beispiel Äpfel oder Birnen. Und deswegen ist es auch in der Sortenzüchtung ein großes Ziel, möglichst feuerbrandrobuste Quittensorten zu züchten. Neben dem Feuerbrand gibt es sonst eigentlich kaum tödliche Krankheiten für einen Quittenbaum. Dinge, die aber sehr wohl auch Themen sind, sind zum Beispiel Monilia an den Früchten, also Fruchtfäule. Die wird einerseits auch je nach Sortenempfindlichkeit einfach durch den Monilia-Pilz infiziert, kann aber auch eine Sekundärinfektion sein, zum Beispiel durch Apfelwicklerbefall, der bei Quitten zwar nicht häufig ist, aber doch vorkommen kann. Also auch Quitten können, so wie Äpfel oder Birnen, wurmig werden, auch wenn das tendenziell weniger der Fall ist. Ich stehe hier jetzt gerade bei Bäumen einer Kundin von uns und hier wird auch immer wieder das Thema Fleischbräune bei Quitten angesprochen. Je nach Sorte können Quitten unterschiedlich Fleischbräune empfindlich sein. Was ist das? Das ist eben eine Verbräunung im Fruchtfleisch, die von außen nicht wirklich sichtbar ist, oft im Vorhinein nicht erkennbar ist, bevor man die Frucht anschneidet. Für sehr viele Verarbeitungszwecke stört diese Fleischbräune aber gar nicht. Das ist kein Schimmel, das macht die Frucht nicht ungenießbar, ist mehr ein optisches Manko. Wenn man beispielsweise Quitten zu Schnaps verarbeitet, zu guten Destillaten, dann spielt diese Fleischbräune eigentlich keine Rolle. Wenn man zum Beispiel Marmeladen macht oder Quitten auch aufgeschnitten zur Dekoration verwenden möchte, dann fällt es natürlich schon auf, weil zum Beispiel die Farbe der Marmelade dann etwas bräunlicher wird und nicht so strahlend, leuchtend gelb, wie sie sein kann. Gründe für Fleischbräune sind jetzt zum Beispiel, dass Bäume eine schlechte Nährstoffversorgung haben. Eine Unterversorgung mit Bor oder Calcium, genauso eine Überversorgung mit Kalium, weil das dann eine schlechte Aufnahme von Calcium bedingt. Das sind alles Faktoren, die zu mehr Fleischbräune führen können. Auch ist deutlich auffällig, dass gut besonnte Früchte weniger Fleischbräune haben als Früchte, die im Schatten einer Krone herangewachsen sind. Was ebenfalls noch ein Thema ist, ist der richtige Erntezeitpunkt bei Quitten. Wenn man nämlich weiß, dass man Sorten hat, die empfindlich für Fleischbräune sind, dann würde ich empfehlen, die Quitten nicht lange gelb am Baum hängen zu lassen, sondern nach dem Farbumschlag von grün auf gelb an der Schale möglichst bald zu ernten und dann etwas nachzulagern. Dann hat man tendenziell weniger Fleischbräune, wie wenn die Früchte am Baum vollreif oder sogar überreif werden. Auch eine zu hohe Stickstoffdüngung, zu hohe Stickstoffgaben können Fleischbräune noch zusätzlich fördern. Andere Krankheiten, die bei Quitten noch auftreten können, aber eher eine untergeordnete Rolle spielen, sind zum Beispiel Schorf- und Quittenblattbräune. Auch Mehltau gibt es eher selten, aber ist prinzipiell auch bei Quitten möglich. Quitten haben ihren Ursprung im vorderasiatischen Raum. Von dort stammt die Genetik der allermeisten Quittensorten, auch der Sorten, die wir hier bei uns in Europa anbauen. Die meisten Quittensorten sind tolle Verarbeitungsfrüchte. Einige Sorten eignen sich aber auch aufgrund ihres etwas weicheren Fruchtfleisches für den Frischverzehr. Hier sind aber nicht alle Sorten wirklich gut genießbar. Wie bei allen anderen Obstarten auch, gibt es natürlich auch bei Quitten große Unterschiede in den Sorten, was Ertrag betrifft, was Robustheit der Bäume und Früchte betrifft. Und eigentlich gibt es keine Sorte, die alles kann, die wirklich sehr hoch im Ertrag ist, sehr robust gegen alle Krankheiten.
Einige Sorten sind zum Beispiel robust gegenüber Feuerbrand, sind aber tendenziell etwas mehr empfindlich gegenüber der Fleischbräune. Bei anderen Sorten ist es genau umgekehrt. Sorten, die wirklich auffällig gut im Ertrag sind, eine sehr gute Fruchtgröße haben, auch spätfrostfest sind, das sind zum Beispiel Vranja und Leskovac. Sorten, die uns ebenfalls sehr gut gefallen, sind zum Beispiel Mammut, aber auch genauso Zydora Robusta ist einer unserer absoluten Favoriten unter den Quittensorten, weil bei diesen Sorten ganz einfach das Gesamtpaket passt. Sorten, die sich beispielsweise für den Frischverzehr gut eignen, das sind Limon, Aivasi, Krimska oder Inspolinskaya. Krimska, die auch den Namen Aromatnaya trägt, wie der Name schon sagt, ist eine hocharomatische Sorte, die gut für den Frischverzehr ist. Allerdings ist das zum Beispiel gleich eine, die aufgrund ihrer erhöhten Frostempfindlichkeit im Ertrag her nicht ganz so stabil ist, wie das einfach bei anderen Sorten der Fall ist. Je nach Standort, je nach Lage, je nach Nutzungszweck, dem die Quittenfrüchte zugeführt werden sollen, würden wir also etwas andere Sorten empfehlen. Wir haben ein sehr breites Sortiment an Quittensorten, das wir in unserer Baumschule vermehren. Wenn ihr im Garten oder auch für Erwerbsanlagen Quitten pflanzen möchtet, dann meldet euch gerne bei uns und wir beraten euch. Auf unserer Website findet ihr zu allen Sorten, die wir vermehren, eine Beschreibung und auch eine Tabelle, wo alle im direkten Vergleich zueinander beschrieben sind. Ertraglich sind bei Quitten rund 30 bis 40 Tonnen pro Hektar im Vollertrag möglich. Das Schöne bei Quitten ist jetzt, dass sie sehr früh in Ertrag kommen, bereits im zweiten und dritten Jahr eine nennenswerte Zahl Früchte haben. Spätestens im dritten Jahr kann man wirklich schon mit mehreren Tonnen pro Hektar und 5, 6, 7 Kilo pro Baum rechnen. Im Vollertrag sollte man dann mehr als 20 Kilo pro Baum erreichen. Das geht auch mit kleinen Bäumen, zum Beispiel im Spindel- oder Hohlkronensystem, wie wir jetzt gerade hier haben. Das besprechen wir aber gleich noch. Als Unterlage bei Quitten veredeln wir am liebsten auf Quitte A. Das ist eine schwachwüchsige Unterlage, die aber noch eine relativ gute Kalkverträglichkeit hat, auch mit den sehr kalkreichen Böden hier bei uns in der Region sehr gut zurechtkommt, kleine und sehr fruchtbare Bäume macht, aber auch andere etwas stärkere Unterlagen, wie zum Beispiel BA29, können gute Erträge bringen. Wichtig ist jetzt, dass man sein Pflanzsystem der Unterlagenwahl und der Wuchsstärke der Bäume anpasst. Bei Quitte A als Spindel gepflanzt würden wir zum Beispiel 3,5 x 1,5 Meter Pflanzabstand wählen, also 3,5 Meter von Reihe zu Reihe und 1,5 Meter von Baum zu Baum in der Reihe. Bei Hohlkronensystemen kann man etwas weitere Pflanzabstände wählen. Da kann man zum Beispiel 4 bis 5 Meter Reihenabstand und 2 bis 3 Meter Abstand von Baum zu Baum nehmen. Wir selbst pflanzen unsere Quitten noch etwas enger und schneiden sie maschinell. Dadurch haben wir eine ganz schlanke Fruchtwand, die aber auch im Ertrag mit anderen Spindelnanlagen absolut vergleichbar ist und für uns im Erwerbsobstanbau weniger Schnittaufwand darstellen. Machen wir uns jetzt auch noch an den Schnitt eines Baumes hier, und dafür ist wichtig zu verstehen, wo Quitten ihre Früchte tragen. Denn anders als bei vielen anderen heimischen Obstarten tragen Quitten am diesjährigen Austrieb. Das heißt, momentan sind hier keine Blütenknospen zu sehen, aus denen dann direkt die Blüten entstehen, sondern die Quitten treiben hier mit kurzen Neuaustrieb aus im kommenden Frühjahr, an denen terminal sich dann die Blüte und im Anschluss die Frucht bildet. Aufgrund der späteren Blüte bei Quitten, die bei uns im Regelfall Ende April ist, ist sie dann auch stärker feuerbrandempfindlich als andere Obstarten, weil es zu diesem Zeitpunkt einfach schon wärmer ist und das Feuerbrandbakterium für die Infektion eine gewisse Temperatursumme, warmes Wetter benötigt. Wenn wir uns jetzt an den Schnitt machen, dann geht es vor allem darum, einfach einzelne starkwüchsige Elemente herauszunehmen und die ganze Krone bestmöglich zu belichten. Das fördert die Fruchtqualität und, wie wir vorher schon angesprochen haben, reduziert eine gut belichtete Krone auch das Fleischbräunerisiko. Deswegen machen wir hier gar nicht viele Schnitte, sondern lichte an einzelnen Stellen nur aus, leite dabei immer wieder ab
möchte vor allem diese Partien hier außen, die eh gut im Licht stehen, belassen, steile Triebe hier herausnehmen, damit wir auch im Inneren des Baumes ausreichend Licht bekommen. Was man auch hier zum Beispiel erkennen kann, hier wurde ein Trieb im vergangenen Jahr zurückgeschnitten. Der Baum hat sofort wieder mit 3 neuen, steilen, kräftigen Trieben reagiert. Wenn wir jetzt hier nicht wollen, dass die Bäume breiter werden oder höher werden, dürfen wir auch bei Quitten jetzt hier das einjährige Holz nicht einkürzen. Wenn wir hier zum Beispiel den Baum schlanker halten möchten, weil man hier mit Maschinen fahren möchte, dann würde ich solche Elemente einfach herausnehmen und auf etwas ableiten, was schwachwüchsig ist und etwas mehr in Stammnähe ist. Hier oben zum Beispiel leite ich jetzt auch nur immer wieder einige Triebe ab. So etwas, was steil und ins Innere der Krone wächst, nehme ich heraus. Auch hier nehme ich einige steile Triebe heraus. Schaue aber immer, dass ich hier auch fruchtbares Holz dahinter belasse und keine zu starken Schnitteingriffe mache. Wir wollen den Baum nicht unnötig im Wachstum anregen. Die Schnitte, die ich jetzt gemacht habe, bei denen habe ich mich darauf konzentriert, vor allem wüchsiges, einjähriges Holz herauszunehmen, das hier steil steht und andere Astpartien beschattet. Ich werde jetzt auch gleich noch eine zweite Runde hier um den Baum gehen und immer wieder Bereiche, so wie hier, die sehr fruchtbar sind und fast gar nicht am Wachsen, etwas auslichten, hier reduzieren. Zugunsten einer besseren Fruchtqualität im kommenden Jahr. Wenn das dann gemacht ist, dann wäre dieser Baum aber auch schon fertig geschnitten. Wenn man jetzt hier außen kräftige Verlängerungen dieses Leitastes haben möchte und diese im Wachstum anregen möchte, dann würde ich hier außen auch noch ab und zu einjährige Triebe, die eine gute Stellung haben, zusätzlich anschneiden, weil es hier aber das Ziel ist, alles vom Boden aus zu ernten und keine zu breiten und zu hohen Bäume zu bekommen. Deswegen lasse ich das hier alles ungeschnitten im Baum. Ein jährlicher Schnitt ist bei Quitten nicht zwingend notwendig. Im Idealfall macht man aber jährlich kleine Korrekturen, so wie ich es jetzt gerade hier bei diesem Baum gemacht habe. Dann ist es nie ein großer Aufwand und die Gefahr, dass die Bäume in Alternanz fallen, das heißt ein Jahr sehr viele Früchte tragen und im kommenden Jahr nur sehr wenig, die wird dadurch auch stark verringert. Für mich sind Quitten eine hochinteressante Nischenkultur für den Erwerbsobstanbau. Sie haben aber auch in fast jedem Hausgarten Platz. Sehr häufig werde ich auch gefragt, wo ich eigentlich die Infos für diese Videos herbeziehe, woher ich mein Wissen habe. Und ein ganz wichtiger Punkt zur laufenden Weiterbildung für mich ist das Lesen von Fachzeitschriften. Und hier freut es mich jetzt wirklich sehr, dass ich euch eine Kooperation, die wir ab jetzt mit der Fachzeitschrift Besseres Obst haben, präsentieren kann. Diese Kooperation ermöglicht es uns, euch in Zukunft nicht nur unser praktisches Wissen, unsere praktische Erfahrung weiterzugeben, sondern auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Erwerbsobstanbau. Hier im Video hattet ihr schon die ersten dieser Erkenntnisse mit dabei, denn die Statistik zum Ertrag der verschiedenen Quittensorten stammt zum Beispiel aus dieser Fachzeitschrift. Wenn ihr euch mehr über das bessere Obst informieren möchtet, ich kann es jedem nur empfehlen, solche Fachzeitschriften zu abonnieren und sich laufend dadurch weiterzubilden. Das Spektrum, das dort behandelt wird, ist wirklich sehr, sehr breit und man findet zu allen Themen laufend neue Informationen.
Für alle Interessierten, ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Quittenanbau, reiche Erträge und schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Poisdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.